Servus YouTube zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um die Wahlen, die Bundestagswahlen 2017. Die sind ja jetzt in sehr wenigen Tagen noch. Das ist meine zweite Wahl bis jetzt. Hab die im Jahre 2013 auch gemacht. Da hatte ich, soweit ich weiß, die Piraten gewählt. Da waren sie noch hip und cool. Und hab damals auch den Wahl-O-Maten ausprobiert. Und den habe ich jetzt heuer auch ausprobiert. Und was daraus gekommen ist, das seht ihr jetzt. Ja, ich habe den Wahl-O-Maten vor ungefähr 3 Wochen benutzt und es hat sich Folgendes herausgestellt. Wir schauen uns das mal an. Hier, genau, die SPD ist auf dem letzten Platz abgestiegen. 17. Platz, ich weiß, es sind 32 Parteien. Ich habe auch alle verglichen. Ich habe aber die gleiche Prozentzahlen haben, zusammengefasst. Dann haben wir die Büso und die PDV auf dem 16. 39,5. Ich lese es nicht immer vor, aber ich lese vor, welche das sind. Die Grünen, ja, kommen dann. Dann kommen die Humanisten und die FDP. Danach kommen die Linke und die CDU, CSU, die Union. Die DKP, die Tierschutzallianz und die Allianz Deutscher Demokraten. Danach kommt die Volksabstimmung. Dann die menschliche Welt, die Piraten und die AfD. Die Piraten habe ich übrigens vor 4 Jahren gewählt gehabt. Aber ja, da waren sie noch pseudo-hip und cool. Und da haben wir auch die AfD. Die scheint genauso, also anscheinend scheinen die Piraten aktuell genauso zu denken wie die AfD. Interessant. Dann haben wir du, ja, BGE und die MLPD. Nein, das ist nicht die My Little Pony Deutschlands, sondern. Das hört sich auch scheiße an, sondern das ist die marxistisch-leninistische Partei Deutschlands. Linker geht's, glaube ich, kaum. Ich glaube, das ist die linke Version der NPD. Kann man das so sagen? Dann haben wir die ÖDP, die DIB, die SGP. Dann haben wir auf dem 8. Platz die Freie Wähler und dann haben wir auf dem 7. Platz die V-Partei, die Gesundheitsforschung und die B. Das weiß ich leider nicht, was das ist. Die V-Partei ist übrigens die Partei für Veganer, Vegetarier und so weiter. Die Tierschutzpartei haben wir, die BP, British Petrol, nein Quatsch, das war die Bayernpartei, DM, also wir haben, also British Petrol und der Drogeriemarkt, ja, nein Quatsch. Nee, das ist, also wie gesagt, Bayernpartei und die Deutsche Mitte. So, jetzt haben wir das Siegertreppchen. Der 3. Platz und damit Bronze geht an, Bronze oder Bronze, geht an die Partei. Die Partei ist eine Partei, die wurde gegründet von Redakteuren des Satiremagazins Titanic. Heißt also, es ist eigentlich eine Spaßpartei, ist aber trotzdem jetzt in den Listen vertreten und hat tatsächlich irgendwie ein Programm. Silber bekommt die NPD mit 71,1% sogar vom 3. Platz weit abgeschlagen. Die wähle ich aber grundsätzlich nicht, das kann ich euch schon mal verraten. Und dann haben wir auf Platz 1 die Rechte, ist auch wie gesagt rechts, und die Grauen. Die Grauen sind eine Partei, die wurde gegründet von Rentnern, ist für Rentner, aber versteht sich auch als Interessenvertreter aller Generationen. Die scheint aber, dadurch, dass viele Ältere anscheinend so denken, praktisch auch eher rechts eingestuft wie die NPD. Dass viele so denken, das ist jetzt rein statistisch gesehen. Das heißt also, laut dem Wahl-O-Maten 2017 bin ich ein Nazi. Das ist super. Das freut mich sehr nicht. Ja, ich weiß nicht, ob man das so lesen kann. Scheiße, hier nicht so. Ob man das so lesen kann, hier nochmal das Ergebnis. So, hier haben wir auch eine interessante Grafik, die ich erstellt habe, und zwar mein Ergebnis 2017 im Vergleich zum Ergebnis 2013, was an sich noch drastischer war, da hier die NPD ganz oben war als alleiniger Sieger mit 78,4%. Und ja, dann gab es so Sachen, die hier glaube ich auch bekannt sind. Bei die PSG ist hier nicht mehr vertreten zum Beispiel. Ich glaube, es war die Partei Soziale Gerechtigkeit, irgendwas in der Art. Die MLPD war fast ganz oben.
Die Beinpartei hat sich wieder gut geschlagen. Dann kam aber gleich schon die Linke und auch die Partei wieder. Dann gab es eine Partei, die ist die Frauen, die ist hier auch nicht mehr vertreten. Pro Deutschland auch nicht mehr. Die Violetten auch nicht mehr. Dafür war dann aber die Piraten, ÖDP, Tierschutzpartei. Aber die Familie auch nicht mehr, soweit ich weiß. Partei der Nichtwähler gab es sogar noch. Das gibt die Partei, weiß ich nicht, ob es die überhaupt noch gibt, aber sie sind nicht mehr in den Listen drin. Dann gab es Bündnis 21 RRP, die ist auch nicht mehr in den Listen drin. Dafür war Volksabstimmung, Bülow, Freiwähler. Dann kommen aber erst die Grünen als große Partei erstmals. Außer die Linke, die ist ja relativ weit oben, sehe ich, 2013 gewesen. Die FDP, bei den Rentnern haben wir auch noch gehabt, ich glaube, es sind jetzt die Grauen, die Rentner. Müsste die gleiche Partei sein jetzt. Die PBC, was auch immer das ist, gibt es auch nicht mehr in den Listen, soweit ich weiß. Partei der Vernunft, PDV, die ist drin. REP, REP, weiß ich nicht. Dann gibt es aber noch die SPD, AfD, BEG und die CDU, CSU. Die ist ganz unten, hat sogar schlechter abgeschnitten als dieses Mal die SPD. Das heißt, es war 2013 allgemein sehr drastisch alles. Und ich finde, CDU, CSU ganz unten ist sehr realistisch, auch heute. Mir ist aufgefallen, dass die Linke hier 2017, wenn ich das richtig sehe, sehr weit abgeschlagen ist. Die hat anscheinend sich gewandelt. So, und da haben wir noch, wobei die Partei ist relativ gleich geblieben zum Beispiel. Ansonsten, ja, die Piraten sind besser gewesen früher, was meine Neigungen anging, meine politischen Neigungen. Dann haben wir noch, was noch, die Grünen, die sind etwas besser gewesen, 53,4, jetzt sind sie auf 42,1, bisschen abgeschlagen. Die FDP ist so, ja, minimal gesunken dieses Jahr. Partei der Vernunft, SPD ist sehr abgeschlagen, 48,9, jetzt sind nur noch 36,8, also irgendwas ist da passiert. Also scheint Schulz, wenn es die Prognose passt, dann ist, scheint Schulz für mich nicht die richtige Wahl zu sein. Genauso wenig wie zum Beispiel hier die CDU, CSU und so. Bei der AfD ist es richtig interessant auch von 48,9%, wobei das sieht jetzt hier auf der Grafik drastisch aus, aber wenn man sieht, von 48,9% auf ja, 50 ist zwar nicht viel, aber dafür haben sich viel mehr Parteien unter die AfD gestellt. Ist vielleicht so ein Symbol dafür, dass man mit der Politik der AfD allgemein so zufrieden ist, dass man sich einfach, dass sich einfach viel mehr gegen sie stellen, beziehungsweise dass die AfD sich sehr weit von vielen anderen Parteien, vor allem großen Parteien, abgespalten hat, weswegen sie eher wahrscheinlich höher gegangen sind in dieser Wertung zum Beispiel. Ja, das ist interessant zu sehen. Aber ich habe noch eine Grafik, die zeige ich euch jetzt. So, diese Grafik wollte ich euch noch zeigen. Und zwar geht es hier darum, mich einzuordnen. Das war auch ein Test. Da hat man mich eingeordnet, in welchem Bereich so hier mein Stand in der politischen Landkarte, wie der ist. Ich bin also praktisch wirtschaftlich links und eher dazu geneigt, gesellschaftlich konservativ zu denken. Ganz hundertprozentig weiß ich nicht genau, was das bedeutet. Also wirtschaftlich gesehen bin ich, was die Wirtschaft angeht, bin ich anscheinend linksorientiert, also nicht so rechtsorientiert. Also links und rechts darf man dann so wahrscheinlich so verstehen, wie man es verstehen möchte, aber halt aus wirtschaftlicher Sicht. Bin aber dann eher dazu geneigt, gesellschaftlich konservativ zu denken. Heißt also gesellschaftlich konservativ bedeutet praktisch, was die Gesellschaft angeht, die Leute, meine Umwelt, bin ich eher, ja, da bleibe ich eher so bei meiner Meinung, beziehungsweise ich bin nicht so offen für Neues oder für Veränderungen oder ähnliches, sagt diese Grafik. Wobei ich mir da nicht so sicher bin. Wirtschaftlich links könnte ich mir vorstellen, aber gesellschaftlich konservativ
eher nicht, denke ich jetzt nicht. Und dann gibt es noch eine andere Aussage hier. Ich bin anscheinend laut dieser Grafik, laut diesem Test, mit den Grünen am meisten einverstanden, zu 70% nämlich. Was ich so bejahne, ich hätte eher die Linke etwas oben gesehen. Aber wie gesagt, ich habe ja meine Wahl schon getroffen, wen ich wähle, und deswegen ist das jetzt auch hinfällig. Und ja, so sieht's aus. Tja, wer hätte es gedacht, die NPD, ja. Gut, die AfD hat nicht so gut abgeschnitten, zum Beispiel, und auch alle allgemein, alle anderen Großparteien, CDU, CSU, SPD, FDP, die Grünen und auch die Linken sind alle eher weiter unten angesiedelt. Und so sehr unterscheiden sich die Ergebnisse jetzt bei manchen Parteien von denen von vor 4 Jahren bei mir eigentlich nicht. Aber schon bevor ich den Wahl-O-Maten benutzt habe dieses Jahr, traf ich schon meine Entscheidung und die ist jetzt fest. Ich weiß, wen ich wählen werde. Ich werde es euch nicht sagen, denn jeder soll für sich selbst entscheiden, wen er wählen soll. Aber wie wird eigentlich gewählt? Dazu habe ich euch was mitgebracht und zwar ist das der Stimmzettel hier von 2013, den für meinen Wahlkreis damals. Ist der gleiche auch heute, also auch heute sage ich dieses Jahr, Nürnberg Nord. Und das ungefähr wird auch auf euch zukommen. Oh mein Gott, so viele Namen, so viele Parteien. Deswegen wäre es toll, wenn ihr euch bereits entschieden habt. Es gibt 2 Stimmen zu vergeben, 2 Kreuze zu machen. Die Erststimme, die hier, diese Erststimme ist für den Abgeordneten eures Wahlkreises. Das heißt, hier könnt ihr wählen denjenigen Kandidaten, der für euren Wahlkreis zuständig sein wird. Auf der anderen Seite ist die Zweitstimme. Das ist die eigentlich wichtige Stimme. Sie bestimmt, welche Partei letzten Endes in den Bundestag einzieht und sie beeinflusst das Ergebnis, welches ihr im Fernsehen zum Beispiel mitverfolgen könnt. Nun, mein Ergebnis wisst ihr jetzt vom Wahl-O-Maten und ihr geht jetzt wählen und mal gucken, was passiert. Bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao.